Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 Remake. Ja, hier sind wir stehen geblieben im letzten Part, beziehungsweise bin ich nochmal zurückgerannt, um zu speichern und ein paar Sachen zu verkaufen und kaufen. Obwohl ich glaube, ich habe mir nur Tuning-Sachen gekauft. Ashley ist wieder entführt worden. Beziehungsweise gar nicht entführt worden, sondern einfach mitgenommen von Sattler. Endlich hat sich der Typ mal gezeigt. Aber auch relativ spät, so, ne? Im Original war er ja schon in der Kirche zu sehen, als wir mit Ashley das erste Mal geflohen sind. Sonst immer nur über den Plagas, über diese Erinnerung, diese Macht, die er da hat. Keine gute Idee. Was ist denn so witzig da? Erzähl doch mal. Und welcher Priester denn? Zack. Gute Nacht, du Penner. Kriege ich die von hier? Natürlich nicht. Ich müsste schießen und dann geht hier gleich der Punk wieder ab. Eine schwere Granate. Sehr cool. Bauen. Können wir uns was bauen? Gewehrmunition wäre gar nicht. Warte mal. Ah, ich verstehe. Ich habe nicht so viel Schießpulver. Aber Gewehrmunition wäre gar nicht mal so verkehrt. Das lesen wir gleich. Ah, guck mal, danke für die Gewehrmunition. Perfekt. Immerhin ein bisschen. Ah, Krauser hat also hier ein bisschen für Aufmotzung gesorgt, ja? Guck mal, da haben wir Schießpulver und wir können Gewehrmunition bauen, sehr gut. Brauchen wir auch. Brauchen wir dringend. So als Rückhalt für Schützen-Action. Gar nicht mal so verkehrt. Es gab im Original auch so eine Stelle. Aber ich sehe kein Sprengfass. Einfach auch die Feuerschale, glaube ich, eher weniger. Okay, ich habe eine schwere Granate. Möchte ich die opfern dafür? Ah, nee, komm. Ist egal. Dann lassen wir gleich den Punk abgehen oder vielleicht hören sie es auch nicht. Nö, scheint. Sehr gut. Ja, komm. Kommt und holt mich. Und tschüss. Ich hab doch gesagt, tschüss, Mann. Aus dem Weg. Da die ganze Zeit ab und dann funktioniert es nicht. Gut. Ach, hier stand ein Kanister Sprit oder irgendwas. Es hätte also geklappt. Gut, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid, schieße ich auf Fackeln. Gar kein Problem. Ein Goldplättchen, sehr gut. Und TMP-Munition. Aber da sieht es ganz gut aus.
Wo ist Sublar jetzt hin? Und wir müssen ja uns noch beeilen, ne? Der Parasit macht keine Pause. Dogtags. Das ist gar nicht so wenig. Vielleicht von den ganzen Infizierten, die wir gerade erledigt haben. Ah, guck mal. I'm waiting. Das sind wir. Noch in jungen Jahren. Foto von Leon. Ich warte. Hat er sich das jetzt hier die ganze Zeit angeguckt, der Krauser? Und sich so mental darauf vorbereitet? Du bist weit gekommen, Rookie. Ich habe in der Nähe ein Schlachtfeld vorbereitet. Nur für uns Soldaten. Hunderte Jahre lang haben unzählige Generationen es mit ihrem Blut getränkt. Es ist der perfekte Ort, um zu beenden, was vor 2 Jahren war. Okay. Woher will er denn wissen, dass ich das Tonband hier auch gehört hätte? Ah, guck mal, Ashley Grahams Entführung. Geplant, der Mistkerl. Was ist hier passiert? Und hier ist eine große Wumme drin gewesen. Vielleicht den Raketenwerfer? Sonst irgendwelche Indizien? Damit wir uns eventuell darauf vorbereiten können? Ne. Er hat sich das Foto angeguckt und hat die ganze Zeit auf uns gewartet. Ach so, du hast das Blut gebraucht, um deine Nachricht zu schreiben. Verstehe, verstehe. Krauser, du bist auch ein verrückter Hund, ey. Ich weiß ja nicht, ob du so ganz klar im Kopf bist oder auch eventuell nicht mehr. Die ganzen Fische, ey. Oh, wir können, was machen wir denn? So, Flinte ist am wenigsten, ne? Dann nehme ich noch einmal Flinte mit. Sicher ist sicher. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So langsam ist das Köfferchen doch voll. Was mich sehr, 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 sehr freut. Und gleich ist er wieder leer. Wenn Dings auf mich wartet. Krauser. Ich habe nicht genug. Ich habe zwar Teile, aber kein Pulver. Hier auch schon wieder. Ballert er gleich mit 2 Raketenwerfern auf mich? Oh, nur das Beste vom Besten. Ja, ich hoffe ja mal, dass du Krauser nicht ausgestattet hast. Ansonsten wäre ich ein bisschen enttäuscht von dir, Händler. Warte mal, kann ich was verkaufen? Das Goldplättchen. Den Seidenkristall. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Mein Krempel und der Kram, bla. So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die Feuerwaffe. Wie du es haben wolltest. Ja, danke. Natürlich möchte ich das so haben. Ich hab noch den Schlüssel von Louis. Okay. Hier bräuchte ich. Hier bräuchte ich. Was bräuchte ich denn da? Warte mal. Wir haben einen grünen, einen blauen, einen lilanen, einen roten. Ja, nee, stopp. Ich bräuchte einen gelben. Um. Ja, um. Warte mal. Das kann ich eigentlich auch mal versuchen. Zack. 3 Farbenbonus.
Ja, und dann müsste da theoretisch... Warte mal, habe ich nicht hier... Edelsteine tauschen? Gib mir doch einfach mal alle Edelsteine entfernen. Müsste ja dann... Na, das ist ja 2-2. Duo-Duo-Bonus. Ha, siehste? Wusste ich. Ging. Anders wird das nichts mehr. Das ist sonst doof. So. So. Dann müsst ihr hier noch ein grüner und lilaner rein und dann... Ja, das macht Sinn. Das ist wohl besser. Jo, ich komme auch wieder, glaub mal. Spätestens... Wenn ich noch andere Edelsteine finde. Na gut. Krauser, ich bin bereit. Wo auch immer du steckst. Und er macht jetzt so Hinterhalt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht kommt er gleich mit so einer großen Rede und dann... Hab auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht dir ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver, als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser! Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten ihre Männer das gewollt? Rache? Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Schwing die Hufe, Rookie! Hab ja keine andere Wahl. Was ist los mit dir? Zeig keine Gnade! Du bist langsam und ein goldener Schwächling! Okay, Krauser, Macht ist dein Komm besser in die Gänge. Begier, ja? Weiß, wie es der Kleinen geht. Ja, das wird schon. Jetzt kümmere ich mich erstmal um deine Abscheulichkeit. Ich habe dich im Original schon besiegt. Auch mehr schlecht als recht, aber dennoch. Okay, das lässt er jetzt zu. Hätte ja auch sein können, dass er mich jetzt währenddessen angreift. Aber das eben mit dem Pfeil und Bogen, das war schon echt fies, ey. Dass er mich da einfach so attackiert, obwohl ich ihn anschieße. Da hätte er gedacht, dass das eventuell... Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Dieser Ort ist ja, das stimmt. Falle. Hier habe ich keine Chance. Schlappe! Du Hund.
Na, hast du noch mehr Spielzeug? Machthungriger Bastard. Nein. Hab ich nicht. Wie soll das denn gehen? Trifft mich die Explosion noch nicht? Okay, noch mehr Spielzeug. Aber damit komme ich klar. Schade, dass ich das nicht gegen dich verwenden kann. Au! Dreckige Bärenmistfallen, ey. Krauser! Wo bist du? Die mache ich auch mal. Aus, weil... Mit Guerilla-Taktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit! Krauser, der kleine Guerilla-Kämpfer. Geht doch nichts über die Noch am Leben, hm? Pures Glück! Können, mein Freund. Können. Definitiv. Ich sag ja, der schwingt gerne Reden. Aber das kann er gerne weiterhin tun. Er wird sehen, er wird den kürzeren ziehen. So, jetzt kann ich hier wieder ein Ultikraut bauen. Tada! Sehr gut. Und ich kann nichts bauen. Gut. Muss aufpassen, dass ich nicht wieder in Ehren wegen hässliche Bärenfallen trete hier. Na, Schießpulver reicht's für MP-Munition. Die nehme ich doch liebend gerne mit Kusshand. Weil... Wenn mir die Pistolenmunition aufgeht, habe ich eine schnellere Waffe. Diesmal so, ohne Ansage, Krause. Dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Au. Zu lange gezögert. Keine Ahnung. Ich frag ihn, wenn ich ihn sehe. Der ganze Aufwand nur für mich? War doch nicht nötig. Du bist hier etwas ganz Besonderes, Pretty Boy. Geht so. Und das ist natürlich wieder... Das hat überhaupt nichts gemacht. Wieder ein bisschen Spielzeug von dir. Ich weiß, Krauser, ich weiß. Du hast mit Bravour bestanden. Hier ist die Medaille. Jetzt gilt es, Soldat! Ihre Psychospielchen.
Sicher, dass wir keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden! Zu vergessen! Sie ziehen das echt durch? Es ist noch nicht zu spät! Wir beide sind zwei Seiten derselben Medaille. Unser Blick auf die Dinge wird immer verschieden sein. Aber... das werden wir noch sehen. Sind wir fertig, Krauser? Wie oft habe ich dir gesagt? Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie. Zeit für deine Abschlussprüfung. Das ist die Macht! Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Definitiv, ja. Obwohl wir viel einkassiert haben. Ich würde jetzt erstmal hier so einen Fisch snacken. Krauser. Mieser Hund, ey. Was heilt das eigentlich? Oh, das heilt doch ganz schön. Aber was war das denn eben? Oder habe ich mich da einfach verguckt? Jetzt hier im Dunkeln, ne? Warte mal, ich hole mal die dicke Wumme für dich raus, Krauser. Aua. Hätte ich parryen müssen. Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Du wirst dein solches Mundwerk noch bereuen. Das werden wir noch sehen. Manchen gefällt das freche Mundwerk. Ich habe einfach die besseren One-Liner, Krauser. Ah, gut, okay. Ich hätte mich eben nicht auf den Kampf mit ihnen einlassen sollen. Das war natürlich ein bisschen fahrlässig. Aber woher soll man das wissen, dass man da nicht kämpfen soll, sondern einfach nur ausweichen? Aua, ich habe ausweichen! Gedrückt! Ich kann's kaum erwarten, dich zappeln zu sehen! Weißt du was? Wohl nicht. Ich möchte die eigentlich... erst die Fische. Ich möchte die Kräuterlis eigentlich nicht so gerne verschwenden. Weil... nein, doch lieber so. Wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht kriege ich hier noch ein rotes und ein gelbes zusammen. Siehst du? Aber der Kampf... jetzt habe ich... falsche Taste. Jetzt habe ich... wenigstens gut Munition. Und der Kampf im Original war mehr Quicktime-Event mit Ausweichen und so. Ich darf hier nicht vergessen, ich muss hier mehr Parry machen. Ich kann nicht jeden Tritt und jeden Schlag von ihm ausweichen im Original. Wir sind noch nicht fertig. Das wird deine letzte Lektion. Nein. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh, wie zuversichtlich. Greif an, Rookie! Bist du bereit, Rookie? Ja.
Bringen wir es zu Ende. Aua. Ist mein Messer kaputt? Nein. Das ist auch ausgerüstet. So ist gut. Das Einsatzmesser. Geil. Aber das war jetzt der Kampf. Oh, guck dir das an, ey, wie groß das ist. Oh, wie cool. Dann können wir eigentlich das Messer beiseite packen. Richtige Kampfklinge hier, ey. Das kommt... Warte mal, kann man das nicht in die Aufbewahrung schmeißen? Und der Händler fängt das jetzt. Wie nice. Das war der Kampf mit Krauser? Im Original wesentlich schwieriger. Gut, hätte ich mich jetzt nicht so doof angestellt, da auf der Brücke, dann hätte ich auch diese ganzen Treffer gut wegstecken können. Und ich muss halt gucken, dass ich mehr den Parry mache. Ist so. Weil im Original war vieles mit Ausweichen, seine ganzen Schläge. Aber er hat eine coole neue Mutation. Nicht nur eine Klingenwaffe, sondern auch so eine Art Schild. Krass. Krass, krass, krass. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht. Ja gut, okay. Er hat natürlich vorher schon von uns kassiert. Definitiv. Aber ich muss sagen, ich hätte da mehr jetzt erwartet. Also ich fand jetzt den Kampf nicht schlecht oder sowas. Um Gottes Willen. Aber irgendwie habe ich mehr erwartet. Warte mal, ich könnte theoretisch auch nochmal eine Umsortierung machen, eine ganz schnelle Umsortierung. Und zwar legen wir das Messer jetzt hier hin. Zack. Und
Packt er die ganzen Rohstoffe hier hin? Ja, so langsam macht sich der Koffer. Komm, packen wir das dahin. Das dahin und das hierhin. So, wunderbar. Ja, schick. Obwohl man so oft gar nicht mehr in den Koffer guckt. Früher musstest du ja auch alles aus dem Inventar rausnehmen. Heute hast du ja dieses coole Quick-Menü. Das war's noch nicht. Vielleicht kommt er noch mal wieder. So in komplett neuer Mutationsform. Wer weiß. Obwohl, wir haben gesehen, wie er gestorben ist, also ist er tot. Karte aktualisiert. Karte, apropos Karte, wo sind wir denn hier? Hier ist noch ein Stiefelmesser. Hier wäre noch ein Kraut gewesen. Gut. Wir grabben die Pistole wieder. Die Schutzweste muss unbedingt wieder repariert werden. Das muss das Heiligtum sein. Ashley. Die Verteidigung ist nicht ohne. Na, es geht. Es geht, es geht, es geht. Kommt drauf an, wie krass Sadler sich jetzt auf Krauser eingestellt hat und dem er vertraut, dass er dann sagt, ja, der schafft das schon. Nur das Beste vom Besten. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Und jetzt geht doch die... Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja, nee, das ist jetzt ein neues Messer, stimmt. Das muss ich komplett neu tunen. Aber erstmal, ich habe überhaupt kein Geld. Ja, dann damit weg. Danke. Und den Seidenkristall. Da, das Kampfmesser. Nee, das wird nicht verkauft. So, das geht vor. Gut wie neu. Dann stecken wir hier ein bisschen Pesos rein. Bei dem handwerklichen komm wieder, wenn du flüssig bist, Partner. Ja, ist ja gut. Dachte ich, kann noch einmal. Haltbarkeit geht vor Angriffskraft, glaube ich, erstmal. Nee, du hast ja nichts Neues, ne? Oh, guck mal hier. Sonderrabatt. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bekommen. Jederzeit wieder. Jetzt weiß ich gar nicht. Warte mal, kann man das prüfen? Auch Bewahrung. Ich möchte das nicht verstauen. Stimmt, wir haben auch noch das Kampfgewehr, also das Sturmgewehr und das die Maschinenpistole. Oh, wir haben Magnum-Munition. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Packen wir die da hin. Die können wir nochmal schnell verkaufen. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ich möchte Munition verkaufen, und zwar Magnum-Munition. Oh, probier eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Das freut mich. Stirb mir da draußen nicht weg, haha. So, alles ist durchgeladen, außer die Shotgun. Ich kann auch nichts bauen, ne? Doch, MP-Munition. Ach komm. Wir wollen mal nicht sparsamer sein, ne? Wir wollen alles schön verbrauchen. Ich weiß, ich habe da noch eine Kiste nicht aufgemacht. Ja, gut. Sein Sprengbogen wäre gar nicht so verkehrt gewesen.
Oh, ne. Oh, ne. Was zur Hölle? Was war das? Ein Helikopter. Unterstützung. Auf jeden Fall treten wir den Wichsern so richtig in den Arsch. Nur doof, dass er im Stau stand. Jungs, einer nach dem anderen bitte. Danke, Mike. Ja, das ist schön, dass er sich selber abfackelt. Ich bin hier in dem Haus gefangen. Alles klar, Mike. Go, go, go. Nicht ins Feuer. Ich weiß doch nicht, dass der Schuss vom Raketenwerfer mich auch schon wieder so hart getroffen hat. Auch schon wieder halbe Panzerung der Weste weg. Wovon habe ich das denn repariert? Ich könnte theoretisch das eigentlich auch benutzen können. Geil. Kommt ja keiner mehr. Ja, mit dem Stiefelmesser, das rüsten wir auch gleich aus. Oh, hier Munition, Munition. Perfekt, perfekt. Warte mal, das Stiefelmesser packe ich hier. Zack. Dann können wir bauen. Pistolenmunition, ja, wunderbar. Und MP-Munition. So, da haben wir jetzt ja reichlich Munition dafür. Sehr, 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 sehr schön. Können wir die MP auch mal gleich benutzen. Okay, Mike. Lass uns weitergehen. Okay, danke, Mike. Dann mach mal. Was soll ich sagen? Ich hab's halt drauf. Sehr cool. Aua. Ich brauche eigentlich nur warten. Das schon. Oh ja, der hat richtig aufgeräumt hier. Warte mal, ich kann mir hier mal das Kraut geben, falls ich nicht doch noch irgendwie wieder Arschtritt meines Lebens bekomme. Ach du Heilige. Oh shit! Danke schön! Das wird ein Problem! Hey, kannst du dich um das Ding kümmern?
natürlich ist die Vordertür zu. Das wäre ja fast zu einfach, wenn die mich da einfach so reinlassen. Nein. Jetzt beginnt mein Teil der Arbeit. Aber kein Problem. Scheiß Molotow-Cocktail, es muss verschwinden. Schön. Ey, ich denke, du brennst. Lass mich los. Die Beste macht's nicht mehr lang. Mich jetzt erstmal um das Geschütz. Sag mal. Das war nicht so gut. Ach, verdammt. Gut. Dann würde ich sagen, Freunde, mache ich hier doch mal. Da fliegt er. Er kann damit umgehen, ne? Ein richtig guter Pilot. Ich finde das unglaublich krass, was so ein Helikopter eigentlich kann. So für Flugmanöver und so. Das ist wirklich geil. Aber Freunde, im nächsten Part machen wir mit Mike hier weiter. Dann ist das Geschütz, das Flakgeschütz, erledigt. Dann sehen wir uns am nächsten Part oder beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao, Freunde.